dafür wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 748. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid in meiner Horrorwoche. Horror in Anführungszeichen. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Woche extrem viel unterwegs bin. Hat natürlich auch seine Vorteile. Man kann zweimal am Tag verschiedene Europcars fahren, so wie heute. Denn ich bin heute Morgen von Hamburg nach Düsseldorf geflogen und hatte dann ein wunderschönes Auto. 3er BMW fahre ich zwar normalerweise auch selber, aber das ist, ich weiß gar nicht, was das war. Eigentlich war es ein Coupé, aber eigentlich war es auch ein Cabrio. Wetter war zwar nicht so Cabrio-mäßig, aber das Auto sieht sehr, sehr schön aus. Und dann bin ich weiter geflogen nach Berlin und hier habe ich jetzt einen tollen A4 bekommen. Also, naja, muss man nicht haben, denn so schön, wie es ja sich immer anhört, auf Reisen zu sein, es hat natürlich einen entscheidenden Nachteil. Man sieht seine Freunde viel weniger und auf Dauer ist das nichts. Ja, man kann nicht immer nur so viel arbeiten, denn ich bin jetzt bis zum Freitag auf Dienstreise. Das nächste Mal schlafe ich in der Nacht von Sonntag auf Montag in meinem Bett zu Hause und das ist echt, ja, kein Dauerzustand kann das auf jeden Fall sein. Denn was mich auch so ein bisschen immer wundert, es gibt in Deutschland Leute, die haben keine Arbeit und es gibt welche, die arbeiten sich ganz schön auf. Also das normale Mittelmaß, das scheint mir ausgestorben zu sein. Oder kennt ihr Leute außer vielleicht in der öffentlichen Verwaltung? Da gibt es vielleicht noch so einen 9-to-5-Job, wie man die auch nennt. Aber sonst, in meinem gesamten Freundeskreis, arbeiten alle wie die Verrückten. Früh um 9 aus dem Haus, abends frühestens um 9 wieder ins Haus. Also so richtig gut und gesund kann diese Entwicklung eigentlich nicht sein. Aber es wird ja besser. Lügt man sich von Jahr zu Jahr in die Tasche und sagt, ja, jetzt kommt erstmal die Weihnachtszeit. Da ist natürlich immer total viel los, weil Jahresende, dann fällt es allen noch ein und dann muss alles noch schnell gemacht werden. Und aber ab nächsten Jahr, dann wird es viel, viel besser. Dann hat man aber so im ersten Vierteljahr noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, das was nämlich bis Dezember alles nicht mehr funktioniert hat und dann beginnt schon wieder das Geschäft von neuem. Und dann hat man auch noch diese, ja, 25 Tage bis 32 Tage Urlaub ist, glaube ich, so in Deutschland so der Schnitt. Und die müssen dann auch noch irgendwo untergebracht werden. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so toll. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in Berlin bei meiner Lieblingskollegin. Und in Berlin gibt es ja ohne Ende zu staunen. Die Bahn beispielsweise hat den Hauptbahnhof geschmückt mit sehr, sehr schönen Schneekristallen, die alle leuchten. Die komplette Fassade ist mit diesen Verzierungen versehen und ich finde es ja gut, dass die Bahn, wenn sie schon kein Geld für ihre Lokführer hat, auf jeden Fall für auffällige Dekomaßnahmen richtig Geld hat. Was ich der Bahn allerdings empfehlen würde, von den Lokführern mal abgesehen, solche Dekomaßnahmen vielleicht einzusparen und dabei ein paar vergammelte Bahnhöfe aufzubauen. Denn es gibt diese Prestigebahnhöfe wie auch den Berliner Hauptbahnhof oder den Leipziger, das sind alles wunderschöne Bahnhöfe. Nur leider gibt es viele, viele, ja, ekelhafte, dreckige, hässliche Bahnhöfe. Und da wäre das Geld vielleicht besser aufgehoben und man hätte auch noch die Stromkosten gespart. Denn diese Leuchtsterne hier, ich weiß nicht, was die an Strom fressen, aber billig wird es aller Voraussicht nach nicht sein. Und das beim Klimawandel. Aber in Zeiten, wo Vattenfall damit wirbt, Deutschlands größter Wasserstromproduzent zu sein, also Energieerzeugung aus Wasserkraft, in diesen Zeiten ist alles möglich. Und die Autohersteller sind übrigens alle Umweltengel, wenn man die Werbungen in den aktuellen Zeitschriften mal so sieht. Wenn man im Flugzeug sitzt, hat man dann immer die Gelegenheit, ganz viele Zeitschriften zu lesen und überall alle Autohersteller Umweltengel. Dann sage ich nur noch, die Erde ist eine Scheibe und Kernkraft ist sicher. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann wieder aus der Hauptstadt. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog?
mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.